In diesem Video zeige ich euch, wie man konstante Laserstrahlen zwischen zwei Objekten im Blender komfortabel animieren kann. Hier in diesem Fall haben wir den Galor-Kreuzer, der seinen Disruptor-Strahl auf den klingonischen Bird of Prey abfeuert. Und wenn wir durch die Frames hier mal durchschalten, dann seht ihr, dass der Strahl hier konstant auf dem Ziel bleibt. Und wie man das ja relativ einfach in Blender animieren kann, das zeige ich euch jetzt. In einem neuen Blender-Projekt markiere ich alles mit A und entferne alle Objekte und ich füge als erstes einen Zylinder hinzu. Der Zylinder hat die Standardgröße oder Höhe besser gesagt von 2 Metern und mit GZ1 bewege ich den ganzen Zylinder um 1 Meter nach oben, sodass der Boden hier auf der XY-Plane aufsitzt. Im Edit-Mode drücke ich S Shift Z, sodass ich den Zylinder nur auf den X- und Y-Achse skaliere. Den mache ich so ein bisschen kleiner, das wird unser konstanter Laserschuss. Als nächstes fügen wir eine Armature hinzu. Mit Shift A gehe ich hier in das Menü und unter Armature wähle ich Single Bone aus. Dann gehe ich in die Data, in den Data Tab und wähle hier als erstes den Front aus, sodass ich den Bone durch unser 3D-Mesh sehen kann. Im Edit-Mode von dem Boden wähle ich hier die Spitze aus und mit GZ1 bringe ich auch die Spitze auf die 2 Meter Höhe und kann dann wieder in den Object-Mode gehen. Dann wähle ich meinen Zylinder aus und mit Shift-Auswahl unseren Boden und drücke STRG P, Armature Deform with Empty Groups. Dann kann ich alles abwählen, den Zylinder auswählen und in den Edit-Mode gehen und dann gehe ich hier unter Data Properties. Gehe hier oben, wo die Vertex Groups sind. Da hat mir Blender jetzt hier eine Bone Vertex Group erstellt und ich wähle hier alles aus mit A, alle Vertices und drücke Assign, um alle Vertices diesem einen Bone zuzuordnen. Als nächstes füge ich ein Empty Objekt hinzu. Unter Empty wähle ich hier meistens Plane Axis aus und nenne das erstmal Tail. Und dann kann ich hier meinen Bone auswählen und unter Constraints, Add Object Constraints, wähle ich dann hier ein Copy Location Constraint aus und als Target wähle ich hier mein Empty. Und wenn ich jetzt das Empty anwähle, dann kann ich meinen Bone samt dem Laserschuss auf einmal kontrollieren. Dann fügen wir noch ein Empty hinzu und da wir das erste gerade schon Tail genannt haben, nennen wir das zweite einfach Head. Ich wähle meinen Bone aus und gehe hier in den Post-Mode, wähle den Bone nochmal aus und gehe dann hier unter Bone Constraints, Add Bone Constraint und wähle das Stretch to Constraint aus. Als Target wählen wir das Head Empty aus und unter Volume Variation setze ich den Wert auf 0. Dann können wir wieder in den Object-Mode wechseln und hier im Outliner das Head Empty auswählen. Und mit GZ2 bringe ich das wieder in die Ausgangsposition, wähle den Bone hier nochmal aus und dann hier unter Data wähle ich unter Viewport Display Display as Stick, damit der nicht ganz so hier prominent in der Mitte ist. Ja, und jetzt können wir schon mit unseren Empties ein wenig herumspielen. So, und wenn ich jetzt hier den Head bewege, dann zeigt mein Laserschuss immer auf das Head Empty. Und genauso gut kann ich aber auch den Tail bewegen und der Laserschuss zeigt mit dem anderen Ende immer auf das Tail Empty. Ja, und diese beiden Empties, die kann ich überall hinpacken, an die Raumschiffe beispielsweise in der Eingangsszene und so kann ich komfortabel einen Laserschuss animieren. Ich zeige euch hier noch ein einfaches Beispiel für die Animation. Ich gehe hier in die Timeline und setze hier den Endframe auf 100, um die Animation auf 100 Frames zu begrenzen. Und dann gehe ich hier noch in den Edit auf Preferences und hier unter Animation wähle ich hier die Default Interpolationsmethode, die setze ich auf Linear. Dann füge ich mein erstes Raumschiff hinzu, das ist ein Cube. Ich stelle sicher, dass ich hier auf Frame 1 bin und mit GY-10 setze ich den -10 auf der Y-Achse zurück und drücke I und wähle Location aus und dann wechsle ich hier mit dem Jump to Endpoint auf Frame 100 und mit GY10 bringe ich den in den Ursprung zurück. Dann mit I
Location wähle ich wieder einen Frame aus und wenn ich das Ganze jetzt abspiele, sieht das so aus. Dann gehe ich wieder zu Frame 1 zurück und füge einen weiteren Cube hinzu, das ist unser zweites Raumschiff mit GY-20. Setze ich das 20 Meter auf der Y-Achse zurück, wieder mit I, Location setze ich einen Keyframe, springe wieder an das Ende der Animation und mit GY-10 schiebe ich das auch 10 Meter auf der Y-Achse nach vorne und wieder mit I, Location wähle ich auch hier wieder einen Keyframe. Wenn ich das abspiele, sollte das Ganze dann so aussehen. So, jetzt möchte ich, dass das zweite Raumschiff auf das erste Raumschiff schießt, ab Frame 50. Das heißt, ich gehe erstmal zu Frame 49, wähle meine beiden Empties aus und bewege die jetzt erstmal außerhalb des Kamerasichtsfeldes. Dann drücke ich hier I und wähle Location aus, um zwei Keyframes für die beiden Empties zu erzeugen. Und dann kann ich zu Frame 50 wechseln und nehme hier mein Head Empty und setze das hier mit dem Seitenmühlen, das könnt ihr hier mit N hervorbringen, setze ich die X-Koordinate auf 0, die Y auf minus 5 und die Z-Koordinate wieder auf 0. Und dann wähle ich wieder I, Location, und das ähnliche mache ich mit dem Tail Empty. Y setze ich wieder auf 0, Y auf minus 15 und Z ist schon 0 und deswegen kann ich jetzt dann hier I Location drücken. Und sagen wir, das zweite Raumschiff soll bis Frame 70 auf das erste Raumschiff schießen. Das heißt, wir haben ja gerade unser Tail schon selected. Das heißt, wir gehen hier auf minus 13, drücken wieder I Location. Und wir wählen das Head Empty aus und wählen hier auf minus 3 und drücken wieder I und Location. Und jetzt wollen wir, dass das im nächsten Frame aufhört zu schießen. Das heißt, wir gehen hier in die Timeline und wählen hier unseren ersten Keyframe, den wir hatten, drücken Shift D, um das Ganze zu duplizieren und ziehen das Ganze dann hier auf Frame 71. Dann wählen wir den Tail aus und wählen dann wieder den ersten Keyframe hier aus und mit Shift D duplizieren wir das Ganze und setzen das ebenfalls wieder auf die 71. Und schon ist unser Schuss wieder außerhalb des Kamerasichtbereich und unsere Raumschiffe haben aufgehört zu schießen. Um das Ganze noch was zu testen, habe ich den beiden Cubes hier das Standardmaterial gegeben, eine Sunlight habe ich hinzugefügt und dem Laserschuss habe ich ein rotes Emission-Material gegeben. Den Szenenhintergrund habe ich auf komplett schwarz gesetzt. Und jetzt können wir uns das Ganze mal in der Rendered View anschauen und die Animation abspielen. Hier nach demselben Prinzip habe ich auch die große Szene animiert. Mit den beiden Empties ging das wirklich sehr gut und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen und ich sehe euch dann beim nächsten Mal.